Willkommen zurück zu The Evil Within. Und ja, wir haben immer noch ja nicht das Rätsel gelöst um das Tor. Ich werde mal mit einer Schrotflinte drauf schießen. Nein, das bringt gar nichts. Super, toll. Aber wie können wir denn... Da liegt übrigens eine tote Ratte oder eine tote Maus. Aber was können wir denn hier tun? Wieso komme ich denn hier nicht weiter? Oder müssen wir auf die schießen vielleicht? Kann das sein? Die gehen gar nicht tot. Toll. Das ist aber merkwürdig. Vielleicht müssen wir auch gar nicht hier lang. Das sieht mir auch so verdächtig aus hier. Einfach mal überall draufhauen. Einfach mal überall draufhauen. Sinnlos draufhauen. Aber das ist sehr, sehr merkwürdig, dass wir jetzt da nicht weiterkommen. Oder übersehe ich hier gerade was? Bin ich so blind schon wieder? Ich meine, ihr kennt mich ja. Ich bin immer blind. Und das fällt mir auch auf, wenn ich ab und zu zwischendurch meine Let's Plays so selber mal so ein bisschen zwischendurch gucke, so wenn ich die schneide, dann fällt mir auf, dass ich das beim Gucken dann doch wohl sehe, ja. Oder müssen wir wieder zurück? Aber zurück kann ich mir schwer vorstellen. Also zurück wäre ja dumm. Das... Können wir die Fackel mitnehmen? Nö, können wir... Huch. Ich habe keinen blassen Schimmer, bin ich ganz ehrlich. Oder müssen wir doch hier lang? Nee, ne? Wo die hier laufen? Doch, hier ist was. Yay! Yay! Das hätten wir liegen lassen. Seht ihr, jetzt haben wir doch nochmal... Wenn wir doch nochmal da gewesen haben, doch nochmal aufgesammelt. Aber das wundert mich doch ein bisschen, dass es... Es muss ja da lang gehen. Es kann ja gar nicht sein... Ich übersehe hier hundertprozentig übersehe ich etwas... Aber die Statue, ja, die habe ich übersehen. Die habe ich nicht übersehen. Die habe ich gefunden. Da kommt aber dunkle Flüssigkeit raus, oder ist das ein Grafikfehler? Ich versuche das nochmal. Nö. Hä? Ich schnall das gerade irgendwie nicht. Was müssen wir denn hier machen? Durchtreten kann ich nicht. Das ist aber jetzt peinlich. Wieso komme ich denn hier nicht weiter? Na. Okay, mit dem Einschuss werde ich den, glaube ich, nicht treffen. Das ist mir zu unsicher. Ich hätte vielleicht mal springen sollen. Reflex wäre vielleicht mal angebracht. Ich glaube, ich werde verfolgt. Mein Gott, Reflex springen. Springen. Geh kaputt. Geh kaputt. Ich mach deine Babys kaputt. Hast du gesehen? Ja, guck mal. Deine hässlichen Babyvisagen. So, jetzt haben wir natürlich nichts mehr. Was? Wollt ihr mich verarschen? Mann, geht alle sterben! Wir brennen! Vorsicht, heiß! Trophäe bekommen! Alter, die sind aber auch ekelig. Diese krabbelnden Viecher. Die mache ich alle tot. Die mache ich alle tot. So, alle tot machen. So. Euch mache ich auch gleich alle tot. Ich würde gerne echt mal wieder zu der Tante, zu unserer Friseuse. Im Übrigen, ich muss auch mal wieder zum Friseur. Ich denke mal, dass ich morgen gehen werde. Ich werde die alle töten. Ehrlich, das sind so eklig. Sterben nur. Und. So, noch einer? Noch einer ohne Fahrschein? Basti ist gerade in Feuerlaune. Ja, Basti ist gerade voll in Feuerlaune. So. Also, was haben wir denn noch an Muni? Da ist nichts mehr. Das. Okay. Da ist nichts mehr. Okay, also haben wir nur den Revolver und die Qualenarmbrust.
Das schaue ich mir mal mit dem Scharfschützengewehr mal näher an, bevor ich da jetzt reingehe. Was? Das ist doch ein Metzger oder sowas, oder? Der hat so eine Schürze um und der hat, glaube ich, irgendwie ein... Der hat irgendwas im Kopf, glaube ich, oder... Sieht sehr merkwürdig aus. Ich hoffe natürlich nicht, dass unser Freund Klaus wiederkommt. Also, das wäre nicht von Vorteil, also nicht gut. Mir ist auch aufgefallen, dass ich ab und zu bei den Zwischensequenzen vergessen habe, meine Visage aus dem Bild zu filtern. Tut mir leid, deswegen mache ich aber jetzt demnächst, ab jetzt wieder. So. Da liegt was. Das nehmen wir doch auf. Eine Kiste. Oh. Mit Krabbelteile. Jawohl. Ein bisschen krabbeln, krabbeln. Ich finde aber diese Grabbeltische na, Supermarkt wollte ich jetzt gerade schon sagen, beim Shop immer so lustig. Wenn so Grabbeltische sind, wo so Ware so reduziert ist, en masse, wo die alle so rumwühlen. Kennt ihr auch Grabbeltische? Wahrscheinlich ja. Ich liebe das, wenn da so irgendwie so, keine Ahnung, so vier Unterhosen für 2 € oder so, alle am Wühlen. Ich muss ganz ehrlich sagen. Im Übrigen gibt's eine tolle Info, die ich mal jetzt noch ein bisschen ankündigen werde, denn ein Spiel, was ich schon wieder länger im Auge habe, so wie The Unfinished Sworn, was ich ja im Livestream gezeigt habe, in der Let's Play Live Show, gibt's wieder ein Spiel, was ich im Stream zeigen werde, das aber wieder mit Horror zu tun hat, was vielleicht einige von euch kennen, vielleicht einige auch nicht. Das ist ein Kickstarter-Projekt, habe ich schon länger im Auge und ist jetzt offiziell für die PlayStation 4 angekündigt, befindet sich in Entwicklung. Ist auch so ein Action-Horror-Survival-Dingen und heißt The Grave. Und ich glaube, The Grave war es gewesen, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage. Ich glaube, ja. The Grave. Und da freue ich mich sehr drauf. Also dürfte gespannt sein. In der Let's Play Live Show zeige ich es natürlich blind dann. Der Kollege hat es nicht geschafft, durch die Tür zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, warum. Oh, was zu lesen. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Notiz aus Höhlen. Ich bin zu tief reingegangen und natürlich war es eine Falle. Sophia hat mir sofort gesagt, ich soll damit aufhören. Aber es war nur noch ein kleines Stückchen bis zur Wahrheit. Ich wusste, es würde schwierig werden, aber ich war so dicht dran. So dicht dran. Ich spürte einen ganz leichten Luftzug unter der Tür. Sie musste nach draußen führen. Diese Platte, die ich gefunden habe, könnte in den Schlitz passen. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel, aber wie herum gehört er? Die Chancen stehen 50-50. Und ich laufe hier schon seit einer Ewigkeit auf und ab und kann mich nicht entscheiden. Ja. Die Entscheidung wurde ihm anscheinend abgenommen. Würde ich jetzt mal behaupten, dass er das war. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, das ist sehr, sehr merkwürdig, denn da hinten ist so eine komische Platte auf dem Boden. Oh, das ist ein Rätsel. Fuck. Na, Kumpel? Uah. Wir haben ihm mal geholfen. Wir werden ihn mal... Ave Maria. Helfen. Ja, er muss ja nicht hängen und hier ewig und 3 Tage verbringen. Das muss ja nicht sein. So, da ist auf jeden Fall die Platte. Blutiges Reliefplatte. Blutige Reliefplatte. Die seltsame Platte hat auf beiden Seiten ein eingekarbtes Gesicht. Auf einer Seite der Platte ist Blut zu sehen. So, da haben wir ein Türrätsel. Ah. Nee, ich will das Rätsel noch nicht lösen. Kann ich mir die Notiz nochmal irgendwie durchlesen? Archiv vielleicht? Ja, Archiv. Nee.
Ist Geburtsanzeige? Nee. Tagebuch? Nee. Hochzeitsanladung? Da kann man wechseln irgendwas? Achso, hier. Das sind die Notizen. Das sind die Kartenfragmente. Wow, super. Haben wir selber noch gar nicht reingeguckt. Schauen wir mal eben. Kann man da irgendwas machen? Setter, okay. Ja, wir haben etliche vergessen. Okay, das sind die Zeitungen. Ach, Zeitungen aber auch etliche liegen lassen schon. Die vermissten Anzeigen. Dann haben wir hier die... Okay, zum Abspielen. Da haben wir, glaube ich... Ich glaube, fast alle. Also, fast alle gefunden. Achso, da sind die Objekte. Okay. Die seltsame Platte hat auf beiden Seiten ein eingekerbtes Gesicht. Auf einer Seite der Platte ist Blut zu sehen. Ich werde mal kurz nachschauen, die Notiz. Notiz aus Höhle, da war es. Ich bin zu tief reingegangen, natürlich war es eine Falle. Sophia hat mir so oft gesagt, ich soll damit aufhören. Aber es war nur noch ein kleines Stück bis zur Wahrheit. Ich wusste, es würde schwierig werden, aber ich war so dicht dran. Ich spürte einen ganz leichten Luftzug unter der Tür. Sie musste nach draußen führen. Die Platte, die ich gefunden habe, könnte in den Schlitz passen. Wahrscheinlich ist es der Schlüssel, aber wie herum gehört er? Die Chancen stehen 50-50. Und ich laufe hier schon seit einer Ewigkeit. Okay. Schauen wir uns die Platte nochmal an. Okay. Bleibt ja eigentlich nur die Platte in eine Richtung, weil die blutige ist ja Quatsch. Da ist Blut dran. So. Wenn wir die blutige einsetzen. Also so rum wäre falsch. Weil. So rum hat der Typ sie reingesetzt, deswegen ist die Seite blutig. Würde ich jetzt mal behaupten. Und die andere Seite, so, ist richtig. Ich probier's mal. Oh. Gott sei Dank. Okay, war jetzt nicht so schwer, aber ich habe halt ein Drama draus gemacht. Entschuldigung. Aber es hätte ja auch sein können, dass vielleicht irgendwas im Text steht, dass vielleicht da gesagt wurde, ja, Platte und ach ja, die Einkerbung doch vielleicht andersrum hätten gewusst. Naja. Sicher war sicher. Und wir haben mal das, die ganzen Sachen gesehen im Menü. Wo wir... Nein. Das geht übrigens vom Jungen aus. Haben wir auch schon gesehen. Also ist Leslie auch in der Nähe. Die Frage ist, wo? Was? Wir sind in der Anstalt? Nein. Oh. Haben wir gerade noch drüber gesprochen. Kartenfragment 14. Juhu. Ich krieg gerade voll die Gänsehaut, weil... Da ist rotes Licht. Was macht es? Es leuchtet rot. Ich denke ja immer noch an meine... Ich halte ja immer noch an meine Theorie fest, dass wir eigentlich gar nicht die Anstalt verlassen haben. Dass wir eigentlich immer noch da drin sind als prächtiger Patient. Weil wir halt eine schlimme Erfahrung gemacht haben. Was ist denn... Da steht jemand auf der Treppe. Sieht so ein bisschen aus wie die Anstalt mit so einem Rollstuhl im Vordergrund und so ein bisschen... Der Boden sieht aus wie der gleiche wie hier. Ganz komisch. Warum leuchtet das hier so gelb? Von wo kommt das Licht? Achso. Ich habe ein ungutes Gefühl jetzt gerade, weil es auch schon, ja... nicht gerade früh am Tag ist bei mir und ich die Kopfhörer wieder auf volle Pulle habe. Boah, das mit der Physik Engine, das ist so gemein. Das ist voll gemein, Entschuldigung.
Doc. Doc, was zur Hölle ist hier los? Hab keine Zeit. Ich muss rausfinden, wie ich den Prozess rückgängig machen kann, um ihn zu stoppen. Wen? Diesen Ruvik? Wer zum Teufel ist er? Tut mir leid, ich muss weitermachen. Ich kann recht wenig tun, wenn Sie mich im Dunkeln lassen. Und Sie werden meine Hilfe brauchen. Er. Wir forschten an einer Methode. Wie soll ich das erklären? Es ging darum, Gehirne zu koppeln. Auf elektrochemischer Ebene alles miteinander zu teilen. Gefühle, Erinnerungen, Wahrnehmungen, alles. Direkt. Völlig neuartig. Ihre Bedeutung für die Psychologie, Arzneimittelforschung, das Bewusstsein selbst. Meinen Sie das ernst? Das ist doch völliger Wahnsinn. Ich habe nie gesagt, es wäre perfekt. Besonders nicht mit so einem labilen Wirt. Großartig. Ihr Partner ist also ein verdammter Psychopath. Und wir sind alle in seinem Kopf. Nicht richtig, nein. Wir alle tragen etwas dazu bei. Aber er ist der Einzige hier mit bewusstem Einfluss. Sie wissen doch, wie er denkt. Was will er? Nun, das ist nur eine Theorie, aber ich denke, er will unseren Tod. Okay. Doktor? Okay. Ich glaube, das sieht aus. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück in der Anstalt. In der Anstalt, wo auch der Doktor wieder war und alles. Und ja, wir haben jetzt rausgefunden, dass halt mit den Gehirne gekoppelt. Wo, ja, die wollten halt die Gehirne koppeln, dass man halt alles sich teilt. Untereinander, Gefühle und hast du nicht gesehen. Und halt er der Einzige ist, dieser Ruvik, der halt ja wohl halt das Bewusstsein dazu entwickelt hat, es zu nutzen, und er will halt unseren Tod. Und oh mein Gott, nein, wir machen hier eine Pause und es bleibt spannend. Ich schalte morgen wieder ein, 17 Uhr, also macht's gut, ciao.